So, weil mein anderer Schal nicht geklappt hat, man konnte nicht sehen, fange ich jetzt nochmal an. Ich brauche 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wieder 1, 2 und 3 zum Steigen. Das lasse ich weg. Jetzt arbeite ich in der nächste Stäbchen für die ganze Reihe. Das heißt, ich werde 6 Stäbchen haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Arbeite ich 3 Luftmaschen zum Steigen. Ich drehe um. Dieser erste wird verdoppelt. Ich werde dir jetzt nicht mehr den ganzen Schal zeigen, nur den Anfang. Schau, eine normale Masche hat 2 solche Faden oder Seiten der Masche. Ich will jetzt nur die äußere nehmen. Und ich arbeite jetzt der Rest nur in diese äußere Masche. So, ich brauche jetzt 7 für diese Reihe, bei der letzten werde ich in dem Stäbchen arbeiten für Stabilität. Jetzt arbeite ich wieder 3 Luftmaschen. Ich drehe um. Ich arbeite in dieser nicht. Bei dieser Reihe arbeite ich wieder nur in diese äußere Masche. Es bildet sich so ein Rippel, ein Ripp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bei dieser Reihe nehme ich nicht zu, weil ich werde jetzt eine Blume machen. So, jetzt brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Luftmaschen, dann 1, 2, 3 Luftmaschen zum Steigen. Hier habe ich mein Finger gehalten bei der 15. Luftmasche und hier stecke ich ein und ich arbeite ein Stäbchen. Und dann arbeite ich 1, 2 und 3 Luftmaschen und hier in denselben Punkt arbeite ich eine Kettmasche. Das ist meine erste Petale und ich brauche 3. Du kannst statt Blume Glücksbringer sagen oder Kleeblatt. Ich habe die 3 zum Steigen gemacht, das Stäbchen. Jetzt mache ich wieder 3 zum Runtergehen oder zum Absteigen. Das ist meine zweite Petale. Dann 1, 2, 3 zum Steigen, ein Stäbchen,
und 1, 2, 3 und wieder eine Kettmasche hier. Ich habe jetzt 3 Petalen gearbeitet. Jede Petale besteht aus 3 Luftmaschen zum Steigen, ein Stäbchen und 3 zum Runtergehen mit Kettmasche gefangen. An dieser 15. Luftmasche zum Steigen. Oder diese Luftmaschenkette. Jetzt arbeite ich wieder 15 Luftmaschen nach runter. 2, 3. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und 15. Und ich muss hier arbeiten. Dieser erste Stäbchen. Und in der ersten Punkt mache ich ein Stäbchen und jetzt muss ich verdoppeln, weil auf dieser Seite will ich zunehmen. Und jetzt arbeite ich weiter. In dieser äußeren Masche. Du kannst jederzeit Pause drücken, du musst nicht so schnell arbeiten wie ich. Du kannst Pause drücken und dann, wenn du das fertig hast, weiterarbeiten. Oder zurückspülen, das geht auch. So, ich muss zählen, wie viel ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt müsste ich 8 haben. In dieser letzte arbeite ich ein normales Stäbchen. Nicht nur in die äußere Seite, sondern durch die ganze Stäbchen. Diese Seite bleibt gerade. So, nochmal. 1, 2, 3 zum Steigen. Ich drehe um und ich arbeite in diese äußere Masche. Das ist die letzte. Da werden 2 Stäbchen gearbeitet, weil ich eine Zunahme haben will. Nach jeder 3 Reihen, solche Reihen, mache ich eine Blume. Nicht vergessen die Zunahme am Anfang. Immer nur die äußere Seite nehmen. Und bei der letzte, das gerade bleiben muss, musst du durcharbeiten.
Das fängt an sich zu färben. Ich mache noch eins. Eins, zwei, drei. Zum Steigen, ich drehe um und ich arbeite immer in dieser äußeren Masche. Ist das langsam genug für euch? So, das ist die letzte, aber wir haben 1, 2, 3 zugenommen. In der vierte werde ich nicht zunehmen. Arbeite ich ein normales Stäbchen, keine Zunahme. Ich habe hier bei die Blume eine Zunahme, 2 und 3. Hier kommt keine. Jetzt kommt die Blume. Das heißt wieder 15 Luftmaschen. Okay, ich habe jetzt meine 15 Luftmaschen. Dann mache ich jetzt 1, 2 und 3. Zum Steigen dann ein Stäbchen in dieser Masche, dann wieder 1, 2, 3 und ich kette mich hier an und das ist meine erste Petale. 1, 2, 3. Ein Stäbchen. Und dann 1, 2, 3 und eine Kettmasche und das ist meine zweite Petale. So, eine Petale besteht aus 1, 2, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Eine Kettmasche. Und jetzt muss ich 15 Luftmaschen machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 und jetzt weiter an meinen Schal. In dieser erste Stäbchen arbeite ich ein Stäbchen und ich verdopple gleich. Und jetzt arbeite ich weiter in meine äußere Masche von den Stäbchen der Vorreihe. So, ich werde jetzt so viel arbeiten oder zunehmen und so viele Reihen machen, bis ich insgesamt 42 Stäbchen habe. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Am Ende dieser Reihe werde ich 12 haben. Das heißt, ich arbeite weiterhin genauso wie bis jetzt, bis ich 42 habe.
So, wenn du glaubst, dass du genug gearbeitet hast und willst wieder abnehmen, ich habe ja 42 Stäbchen gearbeitet. Du kannst übrigens auch als Dreieckstück machen. Nicht gerade nur lange zunehmen und dann wieder gleich abnehmen. Dann kannst du das nicht machen, was ich jetzt gerade mache. Aber wenn du eine gerade Teil hast, wie ich, dann habe ich jetzt bei meinem großen Schal 42 Stäbchen. Ich arbeite 16 Stäbchen normal. Dann arbeite ich 10 Loopmaschen normal. Ich überspringe 10 Stäbchen der Vorreihe und ich arbeite der Rest normal. Jetzt, das ist nur eine Muster, das ist nicht der Schal. So, jetzt komme ich bei die Blume. Jetzt müsste ich die Blume arbeiten. Du hast so ein Loch. Ich habe jetzt nicht mal gerade geteilt. Das ist nur zum Beispiel. Du arbeitest eine Reihe normal mit Blumen und alles drum und dran. Ich komme jetzt wieder und ich arbeite die ganze Reihe einfach so, als ob das eine normale Reihe wäre. Und wenn ich bei die bei dieser Luftmaschine ankomme, dann nehme ich auch nur die von draußen. So. Und jetzt fange ich an, bei der nächsten Reihe fange ich an abzunehmen. Und bei der Zunahme habe ich gleich in die erste zugenommen. Bei der Abnahme werde ich die zwei vorletzten zusammenhäkeln. Und dann die letzte normal arbeiten, damit es gerade ausschaut oder schöner ausschaut. So, jetzt fange ich an bei der Seite abzunehmen. Ich habe jetzt noch drei, die zwei arbeite ich zusammen und das ist eine Abnahme und der letzte arbeite ich normal und wieder 1, 2, 3. Ich drehe um. Das ist der letzte, wo ich die Abnahme gemacht habe. Zusammen. Eigentlich die Hälfte gearbeitet. Dann bei der nächsten die Hälfte arbeiten und durch alle drei. Und das ist eine Abnahme. Und so machst du genau wie bei der ersten Seite.
drei Reihen nimmst du ab und eine Reihe arbeitest du normal, bis du zu sechs Luftmaschen ankommst oder Stäbchen ankommst und dann bist du fertig. Dann hast du genauso viele Maschen wie am Anfang da und ist alles wieder fertig. Und durch dieses Loch kannst du deinen Schal um den Hals wickeln.